Hey Blaze, glaubst du wirklich, wir können 100 Eier finden? Das wird nicht leicht sein, aber solange wir zusammenhalten, gibt es nichts, was wir nicht können. Ja! Na klar, jeder weiß, dass ich die 100 Eier finde und den Preis gewinne. Warte, was kriegt denn der Gewinner? Tja, der Gewinner der 100 Eiersuche gewinnt den größten, köstlichsten Preis, den es jemals gab. Den Schokoladenpokal! Auf die Plätze! Ich hab eins, du hast zwei, zählen wir die zusammen. Rechnen wir die Summe aus und wie viel haben wir beisammen? Addition, Addition, Plus und Plus, Plus und Plus, Plus und Plus, Plus, Plus. Zähl alle Zahlen hier zusammen. Addition, Addition. Plus und Plus, Plus und Plus, Plus und Plus, Plus, Plus. Zähl alle Zahlen hier zusammen. Addition. Plus und Plus. Oh, hey Crusher. Du hast aber schon eine Menge Eier, genau wie wir. Das stimmt, ich habe so viele Eier. Mal sehen, ich habe, Hier, Crusher, bock dir doch unseren Taschenrechner aus. Taschenrechner? Ha, zeig mal her. Da drüben habe ich so viel und hier so viele gefunden. Plus denen, plus diesen. Oh, plus jenen ist gleich 99. Gut gemacht, Crusher. Das sind eine Menge Eier. Sieht aus, als bräuchte ich nur noch ein Ei. Und dann habe ich 100. Ich brauche nur noch ein Ei für den Schokoladenpokal. Hey, AJ, rechnen wir zusammen, wie viele wir haben. Also, wir hatten 73 Eier und dann haben wir noch 26 gefunden. Und das ergibt zusammen 99! Wow! Wir haben 99 Eier, genauso wie Crusher. Das heißt, der, der das letzte Ei findet, gewinnt und bekommt den Schokoladenpokal. Ich muss das letzte Ei finden. Ich muss unbedingt das letzte Ei finden vor Blaze. Oh nein, ich darf nicht zulassen, dass er das Ei vor mir findet. Ein richtig guter Trick muss her, um ihn aufzuhalten. Ein Trick wie ein riesengroßes Roboter-Irrtörnchen. Dumm gelaufen für Blaze. Jetzt kriegt er niemals das Ei. Nie und nimmer. Oh, was war das? Es ist ein riesiges Roboter-Erdhörnchen. Und es bewirft uns mit Riesengemüse. Rostfleck, wir müssen irgendwie an dem Erdhörnchen vorbeikommen. Denn wenn nicht, dann schnappt sich Crusher das letzte Ei. Hey, ich habe eine Idee. Bauen wir eine Maschine mit starken Metallklängen, die das Riesengemüse in Stücke schneidet. Wir brauchen eine Elektroschere. Oh ja! Jetzt bin ich eine Elektroscheren-Monstermaschine! Super! Spring rein, AJ! Wir müssen Gemüse klein schnippeln! Achtung, Blaze! Das Roboter-Erdhörnchen wirft mit Riesenzwiebeln! Zählen wir mal, wie viele Zwiebeln wir zerschnippeln müssen. Zählt mit! 1, 2, 3, 4! Aktiviere Elektroschere für 4 Schnippler. 1, 2, 3, 4. Yippie! Wow! Mach's gut, Erdhörnchen! Das 100. Ei, ganz für mich. Ladies and Gentlemen, Trucks, die Sieger der 100 Eiersuche sind Blaze und AJ! Und für das Sammeln der 100 Eier kommt er nun, der Preis, der Schokoladenpokal! Ja! Bitte schön, Blaze! Das ist mal ein echt leckerer Pokal! Seht,
Da fliegt der Heißluftballon. Oh oh, aber jetzt fliegt er übers Wasser. Wir brauchen was, womit wir ihm übers Wasser folgen können. Und zwar schnell. Ich weiß auch was. Das schnellste Boot der ganzen Welt. Ein Speedboot. Ja, helft mit, aus mir ein Speedboot zu machen. Zuerst brauche ich einen Gleiterrumpf. Durch den kann das Speedboot übers Wasser flitzen. Um den Rumpf zu bauen, ruft Gleiterrumpf. Gleiterrumpf! Als nächstes kommt die Schiffsschraube. Wenn die Schiffsschraube sich dreht, schiebt sie das Boot vorwärts. Um sie zu bauen, ruft Schiffsschraube. Schiffsschraube! Zuletzt brauche ich zwei starke Motoren, damit unser Speedboot richtig schnell wird. Um die Motoren zu bauen, ruft Motoren. Motoren! Oh ja! Ich bin eine Speedboot-Monstermaschine! Spring rein, AJ, und drück auf die Speedboot-Tube. Geht klar! Achtung! Oh Mann, wo kommen die Kanonenkugeln plötzlich her? Ich glaube, ich weiß woher. Von den Piraten da. Jaha! Kanonenkugel abfeuern! Oh. Puh, die Piraten versenken wohl gerne Boote. Aber uns versenken sie nicht, denn ich habe eine Idee. Passt auf! Seht ihr den Felsen im Wasser? Er ist geformt wie eine Rampe. Ja! Und wenn wir mit unserem Boot schnell genug über die Rampe fahren, springen wir über die Piratenschiffe. Macht mit und helft uns wieder. Aktiviere die Tachoansicht. Um über das rote Piratenschiff zu springen, müssen wir mit Tempo 30 fahren. Zählen wir in 10er Schritten bis 30. Sprecht es mir nach. 10! 10! 20! 20! 30! 30! Es klappt! Wir sind an dem roten Schiff vorbei! Ja! Oh nein! Crusher und Picky fliegen gleich in den Schleimvulkan! Rostfleck! Wenn wir sie retten wollen, müssen wir noch schneller fahren als vorher. Erhöhen wir unser Tempo also schnell auf 100! 100? Wow! So schnell sind wir bis jetzt noch nie gefahren. Aber wir schaffen das, denn wir können turbo-schnell fahren. Damit wir turbo-schnell werden, ruft, gib Speed! Gib Speed! Turbo-Speed! Schauen wir auf den Tacho und kontrollieren, ob wir schon 100 fahren. Zeigt der rote Pfeil auf die Zahl 100? Ja! Yeah! Wir kommen, Crusher und Picky! Hurra! Ihr habt uns gerettet! Gern geschehen, ihr zwei! Jetzt festhalten! Ballonrummel, wir kommen zurück! Ja! Sie haben es geschafft! Yippie! Wir haben es geschafft! Oh, danke, danke, danke! Ach, aber gerne, Picky. Lacey, ich bin so glücklich. Ich glaube, ich muss dich drücken. Haben wir gern gemacht. Dann schaut her. Es ist mein brandneues Videospiel. Wow. Es heißt Drachenrettung. Das Spiel handelt von einem sehr netten Drachen. Und der Drache fliegt sehr gern. Guck, wie er fliegt! Ein
Eines Tages sieht er einen hohen Burgturm. Aber als er dort landet, um ihn sich anzusehen, wird der Drache da drin eingesperrt. Na, und wer fängt an? Oh, ich zuerst. Mann, das macht sicher Spaß. Ich rette Quasche, den Drachen. Pass auf, hier kommt eine Matschpfütze. Oh nein, er hat das Spiel fallen lassen. Und jetzt passiert irgendetwas Komisches mit dem Videospiel. Rostfleck, die drei Schlüssel sind aus dem Spiel entwischt. Oh oh, ohne diese Schlüssel können wir den Drachen aber nicht befreien. Hey, sei nicht traurig, Drache. Wir holen dich trotzdem aus dem Turm raus, das verspreche ich. Hurra! Warte, wie denn? Ja, die Schlüssel können überall sein. AJ und ich finden sie. Stimmt's, AJ? Ja, das ist dann genau wie im Videospiel. Nur, dass wir es hier spielen. In Reifenhausen. Dann kommt mit. Wir müssen jetzt ein Videospiel gewinnen. Videospiel-Helden! Blaze, sieh doch. Da ist der magische Schlüssel. Gleich haben wir ihn. Aber es sieht so aus, als ob wir noch einen Zauberspruch abwehren müssen. Diesmal zaubert er Riesenseifenblasen. Wir brauchen was, das die Blasen zerplatzen lässt. Hey, ich weiß was. Wir benutzen Geometrie und bauen ein Schwert. Zuerst brauchen wir drei Dreiecke. Um drei Dreiecke zu bauen, ruft drei Dreiecke. Drei Dreiecke! Jetzt brauchen wir zwei Rechtecke. Um zwei Rechtecke zu bauen, ruft zwei Rechtecke. Zwei Rechtecke! Als letztes brauchen wir vier Parallelogramme. Die sehen so aus. Um vier Parallelogramme zu bauen, ruft vier Parallelogramme. Vier Parallelogramme! Oh ja! Wir haben ein Monstermaschinenschwert! Oh ja! Damit lassen wir die Seifenblasen zerplatzen! Super gemacht, Blaze! Jetzt ist nur noch eine Blase übrig. Aber die fliegt weg und der magische Schlüssel ist drin. Diesmal entkommt der Schlüssel uns nicht, denn wir sind turboschnell. Damit ich turboschnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Er geht auch zurück ins Videospiel. Und fliegt zum letzten Schloss. Es hat geklappt. Der Drache ist frei. Wir haben es geschafft. Wir haben den Drachen befreit und das Spiel gewonnen. Wow, also was passiert denn jetzt? Wow, es ist der Drache. Er ist hier in Reifenhausen. Also, ich glaube, er möchte, weil wir ihn gerettet haben, zum Dank einen Rundflug mit uns machen. Wow, na dann los. Es ist zu viel, Videospielhelden. Sammeln Punkte, wir knacken das Ziel. Videospielhelden, Videospielhelden. Geht mir aus dem Weg, ihr Törtchen. Okay. Gleich geschafft. Es ist nur noch ein Kuchenberg übrig. Der Obstkuchenberg. Die vielen Obstkuchen sind super schwer. Unser Schaufelbagger braucht viel mehr Kraft. Er bekommt seine Kraft über den Hydraulikzylinder. Und um die vielen Obstkuchen hochzuheben, brauchen wir eine Kraft von 10.
Macht mit! Zählt mit mir bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und geschafft! Es war gut, dass ich die zusätzliche Kraft bekommen habe. Guck mal, Blaze, da sind die Robobäcker. Schnell, schalten wir sie ab. Geschafft. Kein verrücktes Backen mehr für euch. Yeah! Gut gemacht, Blaze. Aber was machen wir jetzt mit all dem Essen? Vielleicht kann ich ja helfen. Das ist Schutti. Ho, ho, hier sieht's aber schlimm aus. Schutti ist ein Müllwagen. Er kann uns helfen, den Kuchen wegzuschaffen. Stimmt's? Dafür bin ich da. Ihr beladet mich, ich schaffe es weg. Also das nenne ich Putzaktion. War nett, mit euch zu arbeiten, Freunde. Ciao, Schutti. Danke. Wir müssen diesen riesen Robobäcker abschalten. Und zwar schnell. Aber wie schaffen wir das, ohne von den Torten getroffen zu werden? Ich weiß es. Prüfen wir doch ihre Flugbahnen. Visierblick aktivieren. Eine Torte wird auf der rosa Decke landen, eine andere auf der lila Decke und eine weitere auf der blauen Decke. Das bedeutet, wir sind in Sicherheit, wenn wir auf die rote Decke fahren. Geschafft! Und weiter geht es. Achtung, Blaze! Der Robobäcker schleudert gleich noch mehr Torten. Seht euch die Flugbahnen ganz genau an. Welche Decke wird nicht von einer Torte getroffen werden? Die lila Decke, ja! Gut, Blaze! Beeil dich, Blaze! Wir sind gleich bei ihm! Er wirft gleich noch mehr Torten! Schnell! Welche Decke wird jetzt von keiner Torte getroffen werden? Die blaue! Ja! Nicht einen Krümel abgekriegt! Schneller, Blaze! Jetzt können wir den Abschaltknopf drücken! Alles klar! Wir haben den letzten Robobäcker abgeschaltet! Blaze, AJ, das war ja unglaublich. Ihr habt sie alle abgeschaltet. Wie kann ich mich dafür bedanken bei euch? Oh, das war doch ganz leicht. Ja, so leicht wie ein Stückchen Torte. Oh. Blaze, was machen wir denn jetzt mit all den Torten im Park? Ich weiß was. Mit Turbo Speed machen wir super schnell alles wieder sauber. Und damit ich alles super schnell wegfegen kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Zauberstab! Oh, aber kann ich seinen Zauberstab nehmen, ohne ihn zu fragen? Ach, nur für einen kleinen Trick. Ich meine, was kann schon schief gehen? Jetzt muss mir nur noch das Zauberwort einfallen. Es war Abra... Abraka... Oh, ich weiß schon. Abraka... Popola Popcorn Pyjama! Warte, das war falsch. Ah!
Das ist ja schräg. Aus meinem einen Luftballon ist ein ganzer Strauß geworden. Und die ziehen mich mit sich hoch. Rasselnde Radkappen. Die Schüssel voll Spaghetti wird zu einem Spaghetti-Tornado. Ups, so war das gerade nicht geplant. Ach, wenigstens ist mir nichts Schlimmes passiert. Rostfleck, unsere Freunde. Sie stecken in großen Schwierigkeiten. Oh nein, da hat wohl jemand meinen Zauberstab benutzt und das falsche Zauberwort gesagt. Keine Sorge, ich kenne jemanden, der Zaubersprüche rückgängig machen und unsere Freunde retten kann. Wirklich? Wen? Picky den Unglaublichen. Picky den Unglaublichen? Ha, das bin ich. Hilf mir! Da rollt Crusher. Halte durch, mein Großer. Wow! Oh-oh. Der dicke, schwere Kürbis hat die Achterbahn zerbrochen. Rostfleck, wir müssen die Achterbahn reparieren, damit wir den Kürbis aufhalten können. Schnell, wir messen ab. Legen wir unser Maßband an den Anfang der Lücke. Jetzt folgen wir den Zahlen bis zum Ende der Lücke. Bis zur Zahl 4. Das heißt, wir brauchen ein Stück, das 4 Meter lang ist, um die Achterbahn zu reparieren. Überlass das mir und meinem Zauberstab, Abracapicki! Wow, ich habe 3 Teile gezaubert. Messen wir nach, um zu sehen, welches von den Stücken genau 4 Meter lang ist. Welches Stück reicht genau bis zur Zahl 4? Das lila Stück, ja! Das reicht genau bis zu der Zahl 4. Oh, um das zu reparieren, brauchen wir ein echt langes Achterbahnstück. Wir brauchen ein Stück, das 7 Meter lang ist. Na, dann wollen wir mal. Abracapicki! Welches Stück ist 7 Meter lang? Das blaue, ja! Ja, es hat geklappt! Jetzt kann ich endlich meinen besten Freund Crusher retten! Bevor er über den Rand der Achterbahn rollt! Um ihn zu retten, müssen wir super schnell sein und mit Turbo Speed fahren! Damit wir turbo-schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Jemand muss mir helfen! Da ist er! Schnell! Sprecht alle das Zauberwort! Ruft Abracapicki! Abracapicki! Mann, sind wir froh, dich zu sehen. Alles okay, mein Großer? Ja, entschuldige, dass ich einfach so deinen Zauberstab benutzt habe. Ach, nicht so schlimm, Crusher. Aber beim nächsten Mal fragst du einfach. Dann können wir das Zauberwort zusammensprechen und was Lustiges machen. Sowas wie das. Abracapicki! Yeah! Juhu! Juhu! Ja! Abracapicki! Abracapicki! Mein Zauberstab kriegt alles gleich in Gang! Ob nun eckig oder rund, ich mach alles kunterbunt! Ob unfassbar oder essbar, ganz egal! Yay! Abracapicki! Abracapicki! Dieses Wort lieben wir total! Ich werde der sauberste Truck auf der ganzen Welt! Das sieht nicht gut aus! Oh, nicht gut. Die Waschanlage ist kaputt. Kaputt. Oh. Jetzt bleibe ich für alle Zeiten so dreckig. Na, vielleicht nicht für alle Zeit. Hey, Blaze.
Wenn du die Teile finden kannst, die weggeflogen sind, kann ich die Waschanlage schnell reparieren. Und dann funktioniert sie wieder. Toll! Auf uns kannst du dich verlassen, Gabby. Ich glaube, die Wassersprüher verstecken sich hier irgendwo. Also Augen auf, Leute! Aha! Da sind sie schon! Ja, die Wassersprüher sind da oben auf dem Gebäude. Hey, Blaze! Wie kriegen wir sie von da oben runter? Ja, die Wassersprüher sind unfassbar hoch oben. Ich weiß schon wie. Wir benutzen diese Rampe. Ja, wenn man eine Rampe sehr schnell hochfährt, schleudert sie einen hoch in die Luft. Im Moment hat die Rampe einen Winkel von 5. Das ist zu klein. Um hoch genug zu springen, da muss der Winkel der Rampe 20 sein. Zählen wir in 5er Schritten, damit der Winkel größer wird. Sprecht mir nach. 5, 10, 15, 20. Alle Mann zurücktreten. Ich springe. Daring Jump. Wow. Tada. Ja. Benutzen wir jetzt unsere Rampe, um den nächsten Wassersprüher zu kriegen. Um so hoch zu springen, braucht unsere Rampe einen Winkel von 30. Zählen wir wieder in 5er Schritten, bis der Winkel 30 beträgt. Sprecht mir nach. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Haltet euch fest, jetzt springe ich. Jetzt fehlt nur noch der eine Wassersprüher. Ach, bis ganz oben auf dem Haus. Kein Problem, ihr Lieben. AJ und ich schaffen das. Aber um so hoch zu kommen, muss unsere Rampe einen Winkel von 40 haben. Helft uns, sie auf 40 zu stellen. Sprecht mir nach. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... 40! AJ, drück auf die Tube! Wassersprüher, jetzt geht's nach Hause! Sehr gut! Das war super! Gratuliere, ihr habt den letzten Wassersprüher! Danke! Los, jetzt reparieren wir die Waschanlage! Ja! So, alle Teile sind wieder da, wo sie hingehören. Los, Blaze, stell sie an. Es geht los. Die Truck-Waschanlage ist wieder eröffnet, Freunde. Mir nach, ihr Lieben. Zeit für eine kleine Dusche. Na los, Kacke. Schüttel den Aufguss. Was kitzelt? Daring Time. Ich weiß nicht, was das... Hey, was macht ihr denn? Oh, das macht Spaß. Du bist der nächste, Blaze. Ja, komm rein mit dir. Na gut, das Saubermachen beginnt. Jetzt wird gewaschen. Oh ja. Ups, keine Stelle vergessen. Oh ja. Ja. Du siehst gut aus, Blaze. Alles sauber wieder. Ja, super gemacht. Ich verwandle euch in Rennwagen. Glatte Reifen. Ein super starker Motor. Eine aerodynamische Form. Also, um aus mir einen Rennwagen zu machen, ruft Rennwagen! Rennwagen! Super! Ja! Wahnsinn! Das muss ich unbedingt auch versuchen! Daring Time! Ich bin
bin jetzt ein Rennwagen. Startet die Motoren, checkt die Stoßdämpfer und bleibt erst wieder stehen, wenn ihr am Adlerfelsen seid. Auf die Plätze, fertig und los! Juhu! Rennwagen, drückt aufs Gas! Ich höre die Vögelein zwitschern. Und ich höre die Frösche quaken. Zack hört eine Säge sägen. Eine Säge? Aber wer sollte mitten während des Rennens sägen? Crusher! Ich wette, damit hat keiner von euch gerechnet. Und runter damit! Oh Mann, der Fluss fließt aber wirklich schnell. Und er bringt uns immer weiter und weiter von der Rennstrecke weg. Oh, und wie stoppen wir? Wir bräuchten irgendetwas, das wir als Anker benutzen könnten. Ja! Wenn ein Boot sein Anker ins Wasser lässt, dann gräbt sich der Anker in den Boden und macht das Boot langsamer. Hey, Freunde! Ich weiß, was wir als Anker benutzen könnten. Einen Schraubenschlüssel! Gute Idee, Starla! Mal sehen, ob der Schraubenschlüssel uns stoppen kann. Ich werf ihn rein! Seht mal, der Schraubenschlüssel gräbt sich tatsächlich in den Grund des Flusses. Wir werden auch schon langsamer. Überprüfen wir unsere Geschwindigkeit. Mit dem Schraubenschlüssel als Anker ist unsere Geschwindigkeit auf diese Zahl gesunken. Welche Zahl ist das? 8, richtig! Aber um anzuhalten, müssen wir unsere Geschwindigkeit bis auf 0 senken. Versuchen wir was anderes. Wow! Wir brauchen einen anderen Anker. Irgendeinen Anker, der sich richtig tief eingräbt. Und den sollten wir sehr schnell finden, denn wir fahren direkt zu auf den Wasserfall. Oh! Hey, Freunde, wie wär's damit als Anker? Eine Schaufel. Ja, ich wette, die gräbt sich richtig tief in den Grund. Und rein mit der Schaufel. Ui, die Schaufel gräbt sich tief ein. Seht doch nur, jetzt geht unsere Geschwindigkeit runter bis auf diese Zahl. Welche Zahl ist das? Die 0! Seht doch, wir halten an! Ja! Oh, seht doch mal, was da unten ist! Unsere Rennstrecke! Vorwärts, alle mir nach! Seht nur! Da ist er, der Adlerfelsen. Wow! Sorry, ihr Laubenten, aber niemand kommt vor mir da oben an. Oh Mann, Crusher ist schon fast oben am Ziel. Dann wird es jetzt wohl Zeit für unseren Turbo Speed. Ja! 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 Damit wir Turbo schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Da ist die Ziellinie! Gleich hab ich gewonnen! Und das Beste daran, wir haben es gemeinsam geschafft. Rennwagen, drückt aufs Gas! Ja! Rostfleck, da ist das Feuer. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Helft mir, den Turbo Speed zu aktivieren, damit wir super schnell bei den Feuerwehrtrucks sind. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Haltet durch, Feuerwehrtrucks! Gleich sind wir bei euch! Der Anruf kam, die Not ist groß. Die Zeit ist knapp, wir düsen los.
Wir meistern das mit Leichtigkeit. Ob Tag, ob Nacht, wir sind stets bereit. Wir düsen los, düsen los. Hilfe ist gleich da. Wir düsen los, düsen los. Hey, das ist doch klar. Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz. Ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz. Wir düsen los, düsen los. Oh, oh, oh ja. Wir düsen los, düsen los. So, macht weiter. Dämmt das Feuer ein. Seht doch, Blaze ist da. Hurra! Er ist da! Was für ein Glück. Wir melden uns zum Dienst, Chef. Wir sind einsatzbereit. Schön, dass ihr es geschafft habt. Und jetzt kommt, löschen wir das Feuer ein für alle Mal. Packen wir es an! Juhu. Ja, wir schaffen das. Haltet eure Schläuche bereit. Wassermarsch! Ja! Und weiter! Auf zum nächsten! Oh oh, da stimmt was nicht. Ich habe kein Wasser mehr. Oh, ich auch nicht. Puh. Rostfleck, bei mir kommt auch kein Wasser mehr raus. Oh nein! Wir haben alle kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Was sollen wir tun, Chef? Wir brauchen einen Plan. Um das Feuer zu löschen, brauchen wir dringend noch mehr Wasser. Und zwar schnell. Blaze, sieh mal da drüben. Diese Tanks sind voll mit Wasser. Du hast recht, AJ. Haltet durch, Feuerwehr-Trucks. Wir sind gleich wieder da. Ja, ihr schafft das. Mach schnell, Blaze. Um das Feuer zu löschen, brauchen wir so viel Wasser wie möglich. Mit meinem Visier können wir sehen, welcher Tank das meiste Wasser enthält. Visierblick aktivieren. Visier, zeig uns, wie viel Volumen Wasser in jedem Tank ist. Dieser Tank ist mit 50 Kubikmetern Wasser gefüllt. In diesem Tank sind 100 und in diesem Tank sind 70. Welche Zahl ist die größte? 50, 100 oder 70? 100, ja! Und das bedeutet, dass in diesem Tank am meisten Wasser ist. Er hat das größte Volumen. Schnell, AJ. Schließ den Schlauch an den Wassertank an. Wird gemacht, Blaze. So, jetzt fließt das Wasser raus. Gut gemacht. Und weiter geht's. Mit diesem Wasser werden wir das Feuer jetzt ein für alle Mal löschen. Ja! Sehen Sie mal, Chef. Blaze ist wieder zurück. Stimmt genau. Und ich habe jetzt genug Wasser, um alle Brandherde zu löschen. Klasse! Wow! Fahrt zur Seite, Männer, damit Blaze das Feuer löschen kann. Fang an, Blaze. Du schaffst das. Und bereit, AJ? Bereit! Los geht's! Löschen wir dieses Feuer! Du schaffst das, Blaze! Du schaffst das! Leiter ausfahren! Schlauch aufdrehen! Hilfe ist gleich da. Wir düsen los, düsen los. Hey, das ist doch klar. Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz. Ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz. Wir düsen los, düsen los. Oh, oh, oh ja. Wir düsen los, düsen los. Oh, oh, oh ja. Wir düsen los. Oh, 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 oh ja. Wir haben's geschafft, Blaze. Wir haben die Brücke gerettet. Hurra. Ja. Sehr gut. Der Brand ist gelöscht. Das war der mutigste Feuerwehreinsatz, den ich je erlebt habe. Danke, Chef. Sie können sich immer auf uns verlassen. Schlag ein! Ja! Das hier war unter dem Heuhaufen versteckt. Das sieht aus wie eine alte Karte. Eine Karte? Sowas wie eine Schatzkarte? Ja, nur dass diese Karte zu etwas Besserem führt als zu einem Schatz. Sie führt zu einer Rennstrecke. Wahnsinn, ich glaub, mich tritt ein Pferd. Wenn ich das richtig sehe, ist das die Rodeo Bullen Rennstrecke. Ui. Es heißt, dass die Rodeo Bullen Rennstrecke die mit Abstand waghalsigste und wildeste Rennstrecke ist, die es jemals gegeben hat. Dann müssen wir also immer nur der Karte folgen und kommen direkt zur Rodeo-Bullen-Rennstrecke? Stimmt genau! Aber oh je! Der Weg dahin wird ziemlich gefährlich sein.
Hey, aber wir schaffen das schon. Solange wir zusammenhalten, kann uns nichts daran hindern, diese Rennstrecke zu erreichen. Ja! Du sagst es, Blaze! Da geht's lang, Partner! Auf zur Rodeo-Bullen-Rennstrecke! Gib Gummi, los, gib Gummi! Los geht's, los geht's, los geht's! Gib Gummi, los, gib Gummi! Los geht's, los geht's, los geht's! Wir geben Gas, auf geht die Fahrt, wir werden schnell! Gib Gummi, los, gib Gummi! Los geht's, los geht's, los geht's! Gib Gummi, los geht's! Im Rotfelsen-Canyon ist es ganz schön still. Ja, fast ein bisschen zu still. Und irgendwie stinkt es hier auch. Pass auf! Verflixt und zugenäht! Da schießt jemand mit ekelhaft stinkigen Sachen auf uns! Oh, oh, das sind Stinktierbanditen! Lasst uns schnell von hier verschwinden! Die Banditen verfolgen uns überall hin! Wir müssen sie irgendwie abhängen. Ich habe eine Idee. Seht mal da oben. Riesige Felsbrocken. Mit denen können wir den Canyon blockieren. Dann können uns die Stinktiere nicht mehr folgen. Seht mal her. An dieser Stelle ist der Canyon 3 Meter breit. Also brauchen wir einen 3 Meter großen Felsen, um den Stinktieren den Weg zu versperren. Wir suchen einen 3 Meter großen Felsen. Er muss auf dem Lineal also bis zur Zahl 3 gehen. Welcher Felsen geht bis zur 3? Dieser hier, richtig! Der ist genau 3 Meter lang. Wie wären wir los? Seht mal, da vorne ist der Canyon zu Ende. Verflixt und zugenäht! Jetzt verfolgt uns der stinkigste Stinktierbandit von allen! Wir müssen den Canyon versperren und den Banditen aufhalten. Der Ausgang des Canyons ist 7 Meter breit. Welcher Felsen reicht bis zur Zahl 7? Dieser! Er hat genau die richtige Größe. Macht's gut, ihr Stinktierbanditen! Rodeo-Bullen-Rennstrecke, bald sind wir da! Auf die Plätze! Fertig!